Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 23. Ich mache heute weiter mit dem nächsten Spiel. Der heutige Gegner ist Real Valladolid, die aktuell auf Platz, den letzten Platz liegen. Und da müssen wir doch 3 Punkte holen. Ja, hol ich jetzt Scouting. Haben wir da irgendwo mega Talente, die ich jetzt unbedingt mit hochziehen muss? 50, 83, Adrian Ramos. Spieler verpflichten, ja, den nehmen wir mit hoch. Nehmen wir mit hoch. Ja, ansonsten habe ich jetzt erstmal spontan keinen. Jo. Gut. So, wir haben die Jugendakademie. Zum Verteilen. Ach so, wir haben die Links. Wir haben die hohe Priorität der Erreichung der Siege von Serie von 5 Siegen in dieser Saison. Wir haben 9 Siege hintereinander geholt, das haben wir auch geschafft. Die letzten 3 Spieler der Mannschaft haben wir geschafft. Erfolge gehört dann halt haben wir keine. Da sind wir momentan auch komplett auf dem Soll. Und jetzt den Profit von mindestens. Also wir haben alle Ziele tatsächlich sogar schon erreicht. Wir haben alle Ziele schon jetzt erreicht mit dieser Truppe. Ohne dass ich da wirklich drauf geachtet habe. Wir haben alle Ziele erreicht. Wir sind so gut wie Meister. Wir haben 10 Punkte Vorsprung. Wenn wir auf die Champions League gucken, sind wir aktuell bei 20 Zehner Vorsprung auf die Champions League Plätze. Ja, es sieht gut aus. Und 38 Spiele, 20 Punkte, sprich, es sind noch 11 Spiele, sind 33 noch zu holen. Sagen wir mal 4 bis 5 Siege noch, dann sind wir durch. Dann haben wir die Aufgabe erreicht. Jo. Läuft bei uns, würde ich sagen. Der erste Sieg soll natürlich jetzt folgen. Mindestverkaufssumme. 12 Millionen, 12,5 würde ich ausgeben. So. Gut. Geh mal rein ins Match. So, jetzt haben wir wieder unsere Stammformation, oder? Tut jetzt eigentlich keiner. Doch, Hugo Rosabel ist noch nicht ganz zu 100% auf dem Damm. Deswegen wird er heute mal ersetzt. Frage. So, eigentlich haben wir soweit. Ja, ich muss immer mal wieder mal ein bisschen durchrotieren, immer mal wieder mal Jungs ersetzen, wenn sie nicht zu 100% fit sind, dass wir wirklich bei der fitten Mannschaft dabei sind. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, im Estadio José Soria, wo das Wetter heute absolut mitspielt. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde das Ganze gemeinsam mit Frank Buschmann für Sie daheim kommentieren. Und es geht bei uns heute um eine Begegnung aus der La Liga Santander. Real Valladolid gegen Athletic Bilbao. Das ist so eine Partie, die die Fans begeistert und uns hier oben auf der Kommentatorentribüne natürlich auch. Es wurde so viel geschrieben, es wurde so viel diskutiert und jetzt geht es los. Gleich rollt der Ball. Real Valladolid hat sich für diese Aufstellung entschieden. Wir spielen heute in einem offensiven 4-5-1. Interessante Entscheidung, Wolf. Da ist eine Menge los im Mittelfeld. Da brauchst du gute Leute, da brauchst du Laufbereitschaft und Flexibilität. So geht Athletic Bilbao in diese Partie. Bei ihnen sehen wir das 4-4-2 als Formation heute, ne? Und das mit einer Raute im Mittelfeld. Links und rechts jeweils einer. Und dann zentral einer für die Defensive und einer für die Offensive. So.
Na denn. Jetzt geht's weiter mit dem Match gegen Valladolid. Das wird auch für mich das letzte Spiel heute sein. Dann habe ich meine vier durch. Ich mache immer vier Folgen, immer vier, 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 vier. Dass ich ein bisschen Material habe. Und kann ja bald ein neues Projekt beginnen. Ich glaube, es könnte sogar heute oder morgen. Morgen wird es beginnen. Aber was ist es? Verrate ich jetzt natürlich noch nicht. Kommt noch. Ja, das muss gelb geben. Wollte gerade sagen, der hat auch schön zu. Bitte jetzt nicht noch einen Verteidiger, noch einen verletzen. So, Luis Perez gibt auf jeden Fall erstmal gelb. Foul zeigt er die gelbe Karte. Und so früh vorbelastet zu sein, ist natürlich ganz schlecht für den Spieler. Ja. Heißt provozieren. Immer wieder auf seine Seite gehen. Die Nummer 2 ist das. Schön durchgesetzt. Schönes Ding. Flanke kommt. Weiter diese Szene, immer noch Gefahr. Iñaki Williams dürfte heute sicher einer der wichtigsten Spieler sein. Er ist der Latter. Beste Torschütze dieses FUT-Vereins und von daher spielt er vor allem FUT eine zentrale Rolle. Und plötzlich muckt der Tabellenletzte. Die ja so gut wie vor dem Abstieg stehen. Zu Belia, wie immer neu. Weiter Ball auf die Gamoni ein, der letzten zwei, drei Spiele nicht gespielt hat, aber halt aus Fitnessgründen. Zur Ecke abgewehrt. Ecke kommt für Schmuniain, der ist zu weit weg. Keeper greift da ohne Probleme zu. Aber dann der lange Armwurf geht quasi zur Bogenlampe, zu Belia. Bringt den Ball jetzt in die Mitte. Zu nah. Kommt nicht sonderlich gefährlich. Ja, wir haben gegen Betis jetzt gerade ohne gespielt, aber halt wie gesagt auch nur mit der B11, mehr oder weniger. Und Und das aus diesem Winkel. Der geht fast doch rein, der Ball. Sanchez. Rein damit. Und jetzt ist es dann auch dann irgendwann passiert. Iñaki, 0-1, 20. Iñaki Williams. So, wir schauen uns die Wiederholung dieser Szene nochmal an. Erst kommt der Pass und dann sehen wir, es wird eng, es ist kaum. So, ich knall da mal ganz kurz schön ins lange Eck da hinten. Keine Chance für den Keeper diesmal. Und dann steht es hier 0-1. Zweiundvierzigstes Saisontor. Und wie gesagt, der steht auf der Blockliste. Das heißt, der kriegt keine Angebote. Ich werde auch ihn nicht abgeben wollen. Und wenn, dann haben wir ja Möglichkeiten. Raúl García wird ja seine Karriere nach der Saison beenden. Und er schießt. Gerai. Also Valladolid, die wucken auch so ein bisschen auf gerade. Nächste Chance. Klar, du, mit der Ecke. Kommt. Puh, zweimal so ganz sicher was nicht. Nächste Ecke. Was für ein Spiel. Es geht hin und her. Eben das Tor auf der anderen Seite. Jetzt direkt der Ausgleich. Alles wieder offen. Es war irgendwie, hat sich gerade so ein bisschen mit der Situation abgezeichnet. Ist der Eckball. Und dann kommt der Kopfball technisch wunderbar gemacht. Ist das, da gibt es gar nichts zu halten. Einseits wieder unentschieden. Sag ja, wer damit gerechnet, dass wir den Tabellenletzten jetzt zweistellig aus dem Stadion schießen. Klasse. Durch den Vorteil gerät das Spiel nicht in Stock. Williams! Und damit hätte er sein zweites Tor machen können. Aber der Torhüter ganz sicher und kann den Ball halten. Da kommt die Ecke. Ah, den muss er besser klären. Wenzeldor. Einfach stehen gelassen. Schöne Aktion. Ah, wieder nichts. Also wie gesagt, irgendwie.
patzen wir hier als Tabellenführer? Wie gegen, gegen den Tabellenletzten? Das steht momentan unentschieden. Was sie hier machen. Aber dieser Ballbesitz-Fußball ist das Ergebnis von hartem Training. Athletic Bilbao hat in diesem Spiel bislang wirklich eine überzeugende Ballbesitzquote vorzuweisen. Einfach zu wenig draußen. Nur unentschieden, das kann ihnen nicht gefallen. Definitiv nicht. Nicht ungefährlich. Ist ein Freistoß und zwar eine gute Position. Das wird auch eine gelbe geben wahrscheinlich. Ja. Jiri zeigt ihm gelb. Smelja. Das geht, wie ich finde, in Ordnung. Guter Freistoß jetzt. Gute Freistoß. Zentral. 16, 17 Meter. Also 17 Meter, ja. Und Tor! Der Tabellenletzte führt gegen uns. Wir liegen beim Tabellenletzten zurück. Valladolid. Lebt noch. Technisch anspruchsvoll. 17 Meter. Und der knallt das Ding einfach mal kurz unter die Latte. Wir haben die Chance und der Gegner nutzt sie. Es geht. Also, was heißt? Er geht vorbei. Das muss der Ausgleich sein. Und ach, Asenio, also der hat sich nur zum ersten Mal diese Situation. Muniain mit der nächsten. Der Ball kommt rein. Ah, halbherzig. Das ist nach wie vor gefährlich. Gut verteidigt. Schuki. Gut gemacht, er jetzt. Außen durch. Er richtig an und geht im Vollsprint mit dem Ball nach vorne. Keine, keine Ball jetzt aus. Der war drauf drin. Vencedor. Oyarzabal. Kann dieses Duell gewinnen. Diese Chance ist weniger verschenkt. Genauso ist es, Wolf. So einfach würde es ihm nicht machen. Jetzt die Ecke. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Vencedor, rein ins Glück. 2-2. Das ist natürlich ein Wolle, der besser nicht geht. Der Treffer nochmal. Das hat er aber schön gemacht. Den einmal kurz in der Hose am Gegner vorbeigelegt und dann rein ins Glück mit dem linken Fuß. Was du brauchst. Präzision, Druck, einfach nur gut gemacht. Ja, und dann steht es plötzlich 2-2. Oder eben zu noch. Da hören wir den Pausenpfiff. Der erste Durchgang ist vorbei. Ja. Der Gegner muckt auf und zwar richtig. Das ist teilweise durchaus glücklich, dass wir hier nicht zurückliegen. So, deswegen wird jetzt auch der Doppelwechsel kommen, weil Boris gar nicht stattfindet. Da vorne drin. Mit dem Unentschieden gehen wir wieder rein in diese Partie. Es geht los. Und in den Verteidigungswechsel fängt der gelben Karte aus. Bevor ich hier mit einem Mann weniger antreten muss. Also. Zweite Halbzeit. Ha? Und ich sage ja, der Gegner muckt auf. Und die Balleroberung, wichtig. Können wir das zweite Spiel in Folge nicht gewinnen? Fragezeichen. Javi Sanchez, gut aufgepasst da hinten. Plano, der den Ausgleich getroffen und geschossen hat, der da geköpft hat, wie auch immer. Unai Simon, also wenn er jetzt das Tor durchpackt. Und dann dieser sensationelle Reflex. Groß hinter. Jetzt der Steilpass. Und nichts. Und da wird der Trainer nicht zufrieden sein. Und das war ein guter Konter, bis auf den Abschluss passte das Ding. So, weg ist der Ball. Monchu. Vivian. Guruseta. Der will natürlich jetzt zeigen. Der will zeigen, nee, Trainer, warum hast du mich rausgelassen? Nehme ich doch mal wieder mit in die Startelf. Und hat jetzt schon wieder so ein Ding rein ausgehauen. Also fast jetzt schon wieder. Ja, weg ist der Ball. Perez.
Viel Pech im Spiel. Alu-Treffer und man merkt, das ist frustrierend. Diesen Führungstreffer hätten sie zu gern mitgenommen. Oh, das wird gefährlich. Jetzt kann das Tor fallen. Es ist zu kotzen gerade. Also die hast du. Ja, wenn das Handy oder nicht im Tor steht, wäre das hier nicht eine andere Nummer gewesen. Ich werde hier ausgewechselt. Gute Parade bei diesem Eckball. 64. Minute. Also nicht, dass hier wirklich der zweite Patzer in Folge kommt. Also über einen Mangel an Torchancen kann sich niemand beschweren. Beide immer wieder gefährlich. Von Williams. Und Williams! Und nein! Der geht nicht rein! Der hat den Ball! Den Zack hat er gar nicht gehalten. Sie unterstützen gut. Wie gesagt, die drei Punkte musst du hier holen. Aber Geray verhindert den Gegner. Die Chance für den Konter. Sanchez. Sanchez. Genau hinschauen jetzt. Jetzt. Ah, da ist das Tor. Jetzt ist es dann irgendwann doch gefallen. 72. Minute, das 2:3. Der Tabellenführer führt dann doch irgendwann beim Tabellenletzten. Wenn sie ihn so leicht machen, dann fällt das Tor. Sehen wir hier nochmal sehr schön. Alles frei, keine Mühe. Ja, Sanchez, Williams, drin. Sieht ganz danach aus, Wolf. In wenigen Minuten ist hier Schluss und sie haben die Führung. Sie haben jetzt Platz auf. Also Entscheidung, nein. Nein. Super gemacht, gute Verteidigung. Sola. Aha, der ist nicht weg, der Ball. Weil der Sola auf den Ball verliert im Vorwärtsbewegung. Aber wie wir, der passt gut auf. Und Ballverlust, wieder los, oder? Der jetzt zum zweiten Mal schon was da hinten patzt. Jetzt aber wie wir. Nicht ungefährlich, Steilpass. Großhitter. Ganz gefährlich. Immer noch gefährlich. Er schießt sie 2:4. 81. Da lässt er sich nicht zweimal bitten, macht den Treffer. Und ich glaube, diese Wiederholung wird der Trainer dann jetzt noch einige Mal. Da hat in der Defensive nichts gestimmt. Neuer Spielstand 4:2. 6 Treffer haben wir bereits gesehen. Also, nachdem der Gegner mal führte, irgendwann so zwischendurch. Der Blick zur Uhr, noch 7 Minuten. Das macht er gut. Jones. Aber muss zugehen, das glaube ich. Er bekommt die Unterstützung. Oh ja, Sabal. Super durchgesetzt. Jetzt die Chance. Was für ein Reflex. Einfach nur perfekt gemacht. Eine tolle Aktion. Also das ist das Handy und dann würde ich wahrscheinlich. Muss ich gucken, ob ich den vielleicht hole. Jetzt kommt die Ecke. Da kann er jetzt erstmal klären. Muniain. Jetzt die Flanke. Da kommt der Befreiungsschlag. Sanchez! Schlusspfiff in dieser heutigen Partie. Die Gäste haben gewonnen. Und dann gewinnen wir doch. Den knappen Sieg. Ja, teilweise glücklich. Sehen, wie stark diese Mannschaft ist. Das war natürlich eine herausragende Leistung. Dreierpack. Ja, was willst du denn mehr? Da hat eine Menge gestimmt, eine Menge zusammengepasst. Der Sieg ist dann auch die logische Konsequenz, wenn du so eine Leistung abrufen kannst. Jetzt haben wir auch schon 33. Und dann kommen wir ins Kastilien. Und damit wäre das Thema sowieso gegessen. Aber der Typ ist 33 Jahre alt. Aber der hat Weltklasse gehalten. Also der hat die echt mega im Spiel gehalten. Sonst hätte ich den wahrscheinlich sogar, hätte man den vielleicht überlegen, ob man den holt, aber. Los geht's. Ja, dann auf geht's. Gut. Das war's für uns heute. Oder für euch auch. 13 Punkte. Jetzt sind wir sehr gut. Atletico muss jetzt wieder sein Spiel gewinnen. Nächster Gegner ist der FC Cadiz. FC Cadiz. Oder Cadiz Sef.
Ja, und ich würde sagen, wir verabschieden uns heute und wir sehen uns in der nächsten Episode wieder und dann geht's weiter. Bis dahin. Tschüss.